Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch am Donnerstag. Jo. Ich sitze jetzt mal gerade hier in dem kleinen Band. Ich war jetzt nicht schnell genug, aber ich vermute. Er ist nicht wieder von vorne angefangen, weil irgendwie passt hier das mit der Arbeitsbreite immer so gar nicht. Weil egal, was er da jetzt gerade hier, ich meine, sind 17 Meter eingestellt, er, ne, donnert ja viel weiter. Oder hat CP das hier irgendwie nicht mit übernommen? Kann auch sein, ne? Weil dann ist natürlich kein Wunder, dass er hier ordentlich Dünger raushaut, ne? Dann werden wir ihn, glaube ich, mal eben einmal stoppen am Ende. Bei 17 Meter ist ja alles gut und schön, kann man ja einstellen, aber das ist, kann man jetzt wahrscheinlich wieder nicht sehen. Nein, natürlich nicht, weil ein Helfer drin ist. Das machen wir jetzt mal. Schmeißen wir den Kurs wieder raus. Er sagt 17 Meter. Obwohl 50 eingestellt sind. Also. Ich meine, eigentlich brauchen wir nicht die kompletten. Also jetzt bei dem Feld jetzt nicht unbedingt. Kann ich noch auf 36 stehen lassen. Ach, guck mal, jetzt hat das auch hier 36 geschnallt, ne? Ja gut, aber das machen wir nicht von dem Punkt aus, dann müssen wir eben einmal in der Ecke fahren. So. Ich meine, ist ja irgendwie alles, kriegen wir das ja hin, das ist ja jetzt nicht, ne? Muss ich mir nur mal die Punkte anmachen. Okay, müssen wir den mal eben da hinten hinschicken. Beziehungsweise da hinten einmal anfangen. Ist zwar jetzt Endeffekt ja nicht mehr viel, was er jetzt eigentlich noch, ne, düngen müsste. Weil wenn ich das so sehe. Steht das Ganze jetzt eigentlich auch auf Automatik? Jo. Mal gut, jetzt wird jetzt auch zwar jetzt wieder überlappt, aber geht jetzt ja noch nicht anders. Es sei denn, ich würde jetzt sagen, ich mache das jetzt selber, aber. Komisch, das brauchen wir nur noch 5 Minuten. Wird aber wahrscheinlich der Dünger nicht reichen, glaube ich nicht. Wie, du hast jetzt hier auch schon wieder. Uiuiui. Oder ist die Anlage voll? Das kann natürlich auch sein, dass die Anlage voll ist. Ja. Ach, Kühler und sowas brauchen wir da auch, kann ich. Der ist auch voll. Diesel haben wir auch schon so ein bisschen was im Petto, also. Oh. Ja, ist, ne? Geht nicht weiter, ne? Lassen wir den da einfach mal im Stehen. Äh.
Ja, genau. Da wollte ich irgendwie hin. Ich habe hier das Gespann jetzt hier schon mal eben hingestellt. Den könnten wir jetzt theoretisch immer mal rüberfahren. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, warum das so ist hier. Sehr ist das, ne? Das Tacho ist alles grisselig und hier der auf dem Lenkrad in der Mitte hier. Ja, du bist wieder leer, ja. Kann ich den jetzt. Doch, ich kann ihn ja auch einen Kurs geben, ne? Dass er hinfährt zum Lager auffüllen und hier wieder herfährt, ne? Ja, kann ich ja machen. Ich will den aber eben einmal kurz an dem Feldstück jetzt eben parken. So. Okay, dann machen wir das mal anders. Dann 13. Auffüllen am Multiproduktion ein Mineraldünger. Rein theoretisch müsste er nicht jetzt auch wieder an dem Punkt wieder anfangen. Weiß ich zwar jetzt nicht so genau, aber. Sind wir denn da? Ach nö, oder? Kollege, ist das jetzt nicht dein Ernst, oder? Ein Baum mit, also. So, dann das Gerät hier mal auspacken. Was ich auch noch gemerkt habe oder festgestellt habe, ist wahrscheinlich jetzt hier. Ich glaube, ich drehe den mal um. Mach den nochmal aus. Hier einmal hin, oder? Das habe ich nämlich auch für längere Zeit nämlich festgestellt. Nee, er haut jetzt nichts raus. Das hier Gerätchen hat ja einen Speicher. Was jetzt aber ein bisschen komisch ist, er lädt jetzt nicht über. Obwohl, ne, das Rohr eigentlich. Also du musst auf dem Anhänger musst du echt einen Punkt finden, dass er dann, ne, das auch
Und wenn der Anhänger angekoppelt ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob ihnen dann der Anhänger jetzt zu hoch ist, dass das deswegen manchmal nicht so funktioniert. Möglich, weiß ich es nicht. Weil so kann man natürlich auch weitermachen. Das weiß ich es nicht, vielleicht sogar auch ein bisschen einfacher. So, fährt man jetzt im Endeffekt nur ein Stückchen zurück und schon geht's in Anhänger. Ich könnte jetzt auch hier zwei müssten eigentlich auch gehen. Oh. Die Geräusche daneben dran, das ist auch interessant, ne? Ja, genau. Und wieder daneben. Jetzt kann man nämlich auch schon sehen, dass das Problem, wenn ich jetzt den Anhänger dran habe, dass er das nicht nach hinten in den Anhänger rein hier befördert. Man muss ihn tatsächlich abkoppeln oder tatsächlich in irgendeine Richtung in der Runde fahren, damit der Triggerpunkt ein bisschen näher rankommt. Ne? Ah, Lohndienstleistung aber 67 abgeschlossen. Ja, das ist doch schon mal schön. Jetzt sieht man, es ist immer noch was drin in dem Röhrchen. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob der Anhänger jetzt voll ist. Kann man ja echt jetzt nicht erkennen. Oder. Ne, der ist voll. Ich glaube doch, der ist voll. Was jetzt natürlich interessant aussieht, ist, wenn wir jetzt den Anhänger wieder ankoppeln. Zeigt er mir jetzt ja an, der ist nicht voll, ne? Aber er ist ja nicht voll, weil hier. Der Rest ist jetzt ja noch vorne in dem Gerät gespeichert. So, dann haben wir jetzt wieder Hackschnitzel für. Die Zellstofffabrik, ne? Ja. Was werden wir denn da auch mal eben einmal rüberbringen, würde ich sagen. Also das denke ich mal, das werden wir so alle so mal so ab und an mal machen. Das wird jetzt nicht irgendwie hier, ne? Folgenlang werden, dass wir hier, ne? Da die Bäume wegmachen. Oder ich mache das denn irgendwie. So nebenher mal. Ist ja so wie Zeit ist. So, ich muss gerade überlegen, aber hier fährt ja keiner mehr rum. Der MB-Truck ist ja pausiert.
Aber ich sehe gerade auch, wir haben das für die Folge auch schon wieder geschafft. Dann würde ich sagen, war es dann erstmal an der Stelle. Und, ja, wenn ihr mögt, gerne morgen wieder reinschalten. Ne? Okay, dann bin ich erstmal raus. Euer Rhein, bis dahin. Ciao, ciao.